Vier Freunde auf der Suche nach einem großen Abenteuer. Ihr Ziel: den gesamten Kaukasus mit dem Fahrrad überqueren. Episode 4: Der westliche Kaukasus. Der westliche Kaukasus ist für mich die imposantere Gebirgsregion. Vom Wetter her auch wechselhafter. Feuchter, feuchteres Klima, mehr Gletscher. Der erste Teil war doch sehr geprägt von vielen Schiebeetappen, wohingegen der zweite Teil eigentlich komplett fahrbar war. Wenn jetzt jemand auf der Suche ist nach einer Fahrradreise, dann ist der westliche Teil deutlich mehr zu empfehlen, weil da sind wir eigentlich alles durchgefahren. Ja, den westlichen Kaukasus würde ich mir gerne noch mehr anschauen, tatsächlich. Von Kutaisi aus wollten wir nochmal 6 Tage in die Berge und mussten deshalb Proviant und Ersatzteile aufstocken. Jo, wir sind jetzt zum ersten Mal wieder in dem Fahrradladen seit Tiflis. Bis dahin war eigentlich fast nichts möglich. Aber jetzt wollen wir hier in Kutaisi mal ein paar Ersatzteile bekommen, damit wir auch durch den Westkaukasus ohne größere Probleme kommen. Von Kutaisi aus wollten wir noch einmal tief in die Berge hinein, entlang der russischen Grenze und dann raus bis ans Schwarze Meer. Und vor allem die ersten Etappen von Kutaisi in die Berge fielen uns unheimlich schwer. Also in 2 Etappen zum Berg hinfahren, sau heiß, landschaftlich schön, aber nicht spektakulär. Lange Tage auf schlechter Straße mit nicht allzu interessanter Landschaft. Und halt vor allem durchgerüttelt werden und lang auf dem Sattel sitzen. Wir haben heute quasi versucht, uns von Kutaisi aus zu den Bergen hinzuarbeiten. Und ja, so richtig Berge ist es halt noch nicht. Das ist halt eher so wieder so Vorberge. Extrem schwül. Extrem seicht. Also irgendwie bin froh, dass Feierabend ist. Ja. Wir fahren jetzt ins Café Nino und holen uns unsere Motivation zurück, die wir auf dem Weg von Kutaisi verloren haben. Ja! <Yeah! lacht> Genau so ist es. Extrem motivationslos am Morgen heute. Ja, wir freuen uns eigentlich immer auf irgendwie schönes Essen. Auch jetzt gerade wieder, in diesem Moment, haben wir uns auf ein schönes Café mit Kuchen gefreut und pushen uns damit auch extrem. Bis jetzt wurde es noch nicht einmal erfüllt. Also bis jetzt ist immer, man kommt irgendwo an und es ist gar nichts und dann in dem Moment, wo man es nicht braucht, gäbe es dann Sachen. Also der Pass, also der steile Teil vom Pass startet ungefähr bei Kilometer 50. Das heißt, wir haben noch 20 zum Pass. Ich meine, das kann ja nicht sein, oder? 3 Wochen in dem wilden Gebirge und du wirst nicht einmal zusammengeschifft. Weil der erste Teil halt eigentlich zu perfekt war. Also wir hatten immer gutes Wetter, es hat alles geklappt eigentlich. Wenn man halt lange unterwegs ist, dann gibt es immer diese Phasen, die im Harz sind und das ist auch ein Teil vom Abenteuer, denke ich. Wie war die Etappe heute? Und bei dir? Und bei dir? Ich bin immer noch der Meinung, mein Bike ist kaputt. Es kann nicht sein, dass ich so langsam bin. Abenteuer ist eben auch, dass halt Sachen scheiße sind, mal, dass man sich durchkämpfen muss. Wir sind sowas von durch mit der Welt und das Tal ist einfach so scheiße ungeeignet zum Campen. Totale Baustelle, steile Felswände an der Seite, Schrott. Wir sind völlig durch, Sonne geht gleich unter. Scheiß Straße hier. Scheiß Straße. Doch, am zweiten Tag, glaube ich, als wir da dann diese Baustelle zum Schluss gefahren sind, da war ich einfach komplett platt. Der Arsch tut weh, wir sind völlig entkräftet. Richtig platt von der Tour heute. Die letzten 1,5 Stunden haben wir noch einen Campplatz gesucht, das Teil war einfach nur beschissen. Und jetzt haben wir zumindest mal einen gefunden. Feierabend, hey, wir sind wirklich komplett im Arsch heute. Du hast den ganzen Tag regnen.
und wir müssen über den scheiß Pass. Oh Gott. Ja Gott. Morgen leider auch. Es werden zwei Dinge tappen. Das wird geil. Schon nass aufs Fahrrad steigen. Und das Beste dabei, man sieht nicht mal die Berge. Super. Maus? Halt es? Ja! Oh, geil, Jungs, das ist der Hammer. Geil, Porridge im Zelt, super. Ja, genau, Sonntagmorgen Frühstück ins Bett. Mmh. Yummy, yummy, yummy. I get my tummy. Wir hatten Glück zum Zusammenpacken, hat es jetzt sogar eine Regenpause gegeben, aber jetzt fängt es langsam wieder an. Also volle Regenmontur. Und jetzt hoch auf den 2700 Meter hohen Pass. Okay, wir sind jetzt eine vierköpfige Crew gewesen. Und da hat natürlich jeder seine Macken hier und da, die natürlich auch nicht zu verheimlichen sind auf einer dreiwöchigen Reise. Ich glaube, am eindeutigsten war es beim Benni, der sich hier einmal mehr zum absoluten Schrauberkönig emporgehoben hat. Ich bin der Schrauber, das ist ja schon immer so. Also diesmal auch gezwungenermaßen, tatsächlich. Ja, wahrscheinlich hätte ich auch viel geschraubt, wenn wenig kaputt gegangen wäre, aber so musste ich tatsächlich. Man muss schon fast in Tage zählen, was er geschraubt hat, so über die drei Wochen jetzt. Wenn es gut geht, ist mal 6 Stunden nichts kaputt an seinem Radl. Und dann wird wieder der Schaltzug nachgezogen oder der Platten gewechselt. Irgendwelche Bremsen einzustellen, die Schaltung neu einzustellen oder irgendwelche Macken an seinem Rad auszugleichen, die über Nacht gekommen sind. Er hat allein 5 Mäntel gefahren, 3 verschiedene Schläuche, 2 verschiedene Schaltzüge, unzählige Mal die Bremse einstellen müssen. Also erstmal einen Schaltzug habe ich zerhauen am ersten Tag. Ja. Beide Mäntel. Platten hatte ich auch ein paar. 2 Wasserhalter habe ich kaputt geschossen. Klickschuhe waren kaputt. Meine Taschen gehen die Reißverschlüsse nicht mehr. Eine Toilette habe ich den Ring weggesprengt. Ja, wenn man es umverteilen würde, glaube ich, auf die Tage, dann kommt es ungefähr hin, immer noch 1 pro Tag. Erneut Schaltzugprobleme beim Benni. Kabelzug ist wahrscheinlich wieder gerissen. Jetzt haben wir ihn auf dem ersten Gang fixiert mit Kabelbindern, sodass wir zumindest den Pass hochkommen und schauen uns dann über den Pass an, das Ganze nochmal an. Yay! Hi! Schnapsi on the pass. Yes! Cha-cha! Da sind eigentlich richtig fette weiße Wände zu sehen. Am ganzen Horizont. Aber seit gestern hängen da die Wolken drin. Jetzt fahren wir erstmal weg von dieser Spruchbude, wo wir übernachtet haben. Und dann fahren wir nach Mestia. Und hoffen darauf, dass das Wetter nochmal besser wird. Und wir endlich die 5000er hier im Westkaukasus besichtigen können. Ja, war spannend, weil wir sonst eigentlich immer Angst hatten vor den Hunden, berechtigerweise auch.
Wir hatten einmal diese Erfahrung, dass eben zwei Hunde uns wirklich einen ganzen Tag lang hinterhergerannt sind. Einmal vom Babo und vom Chippo 2. Und der Babo, das war der Hund, das war ein richtiger Hund. Das war ein richtiger Anführer, breite Brust und hat alles zusammengekläfft, was in den Weg kam. Hofhunde, Hofgockel, Hofschweine. Vor allem Kühe. Wir haben uns vor allem beschützt, was potenziell gefährlich wäre. Und das war ziemlich geil, weil wir dadurch durch die Orte auf einmal durchmarschieren konnten. Ne? Und wir eher die Gang waren, vor denen die Hunde Angst hatten, weil der Babo reingegangen ist und das ganze Dorf zusammengekläfft hat und wir dann nur noch hinterherziehen mussten. Ne? Und in der Gegend um Mestia herum gab es sogar erstmals wieder ein bisschen Tourismus. Hey, 2 Wochen. Mir kommen fast schon die Tränen gerade. Einen guten Cappuccino. Nicht diese Plörre, ein Cappuccino. Ja. Hammer. Und das Wetter wollte einfach nicht besser werden und es sah schon ganz danach aus, als würden wir die Berge nicht ein einziges Mal zu sehen bekommen. Ja, ich sehe es nicht, dass wir morgen die 5000 sind, was eigentlich die Motivation wäre, hier zu bleiben. Also ich habe mittlerweile die Meinung, echt. Den Puffertag gerne hier zu nutzen, einfach um diese minimale Chance zu haben, dass es eben eventuell in den nächsten 30 Stunden aufreißt. Wenn ich selber entscheiden würde, dann würde ich auf jeden Fall eben auch morgen fahren. Wenn ich mir das anschaue, dann habe ich keinen Bock, Fahrrad zu fahren jetzt. Das ist nicht geil, der Nebel. Das ist halt auch echt Scheiß da. Wenn du halt morgen weißt, okay, jetzt müssen wir fahren, weil sonst reicht es nicht mehr, kann ich mich auch besser motivieren, durch so eine Scheiße zu schrubben. Und so haben wir uns dazu entschieden, den Regen einen Tag lang auszusitzen. Und tatsächlich, kurz vor Sonnenuntergang, sollte es endlich aufreißen. Und wir konnten das erste Mal seit 5 Tagen die Berge sehen. Er hat eine krasse Pechsträhne gehabt, der Benni. Ja, als am Pausetag, als das Fahrrad nur rumstand, er am Abend herkommen ist und gesagt hat, nicht mal heute kann ich meine Ruhe haben. Ich habe einen Platten vom Rumstehen. Halt wieder mal, das ist natürlich jetzt nicht irgendwie, kann man nicht dem Fahrrad zuschieben, aber einfach das Schicksal zugeschlagen hat und halt der Einzige, der dann halt nach dieser Schlammetappe wieder einen Platten drin hatte, war natürlich wieder ich. Selbst am Pausetag kriegt der Benni einen Platten vom Rumstehen. Hat weiterhin dazu beigetragen, dass ein Ding pro Tag bei mir kaputt ging, tatsächlich über die ganze Reise. Und am letztmöglichen Tag hat sich unser Warten auf besseres Wetter Gott sei Dank noch ausgezahlt. Sonnenaufgang und jetzt ein Frühstücksintermezzo startet heute und morgen die Schrubber-Etappe zum Meer. Die finale Etappe beginnt, 2 Tage, dann werden wir hoffentlich ins Schwarze Meer springen. Was mit unserem Chippo? Kommt der mit? Den haben wir jetzt weg. Nee, der kommt mit. Der kommt mit. Mal schauen, ob der mithalten schauen, kann jetzt bei der Backup-Etappe. Ja. Snickers brauchst du bitte? 11 Snickers. 11 Snickers für 200 Kilometer. Mann.
Ja, das heißt quasi alle 20 Kilometer gibt es Snickers. Ja, wunderbar. Das ist genau der Typ an Snickers-Rate, die ich brauche. Der hat eine Snickers-Sucht. Der verbrät Zucker am laufenden Bande und vor allem die Snickers. Also das ist wirklich, alle 20 Kilometer fährt ein Snickers. Das ist echt krass, also sowas habe ich noch nie gesehen. Hallo liebe Freunde, heute testen wir zusammen das Snickers Crisp Georgian Version. Guten Appetit. Geschmacklich ähnlich dem Original, Konsistenz interessant. Gebt's euch. Servus. Liebe Grüße, euer Snickers-Fan. Der gute alte Schmausebert hat einmal mehr damit geglänzt, an den schönsten Orten die größten Sauflieder zu trällern. Der haut dann die Wiesenhits raus und die Fasching-Songs und die Sauflieder, wie oft wir einzig wahre Liebe angestimmt haben, war schon Wahnsinn des Wahnsinns. Gute Freunde kann niemand trennen, gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben kennen, füreinander da zu sein. Schnapsi-Pause. Ciao, ciao. Jetzt kannst du bimmeln. Schnapsi! Schnapsi! Schnapsi, Pause! Und ich nehme das auch leer. Und weiter geht's. Mit viel Vorstellungskraft kann man das Meer sehen! Wuhu! Morgen sind wir am Meer! Yeah! Nach einer erfolgreichen Schrubber-Etappe sind wir jetzt hier im Flachland und müssen morgen nur noch 120 Kilometer in der Hitze von Georgien ans Meer schrubben und dann haben wir es geschafft. So Freunde, heute ist soweit. Letzte Etappe bis zum Meer, 120 Kilometer. Bei abartiger Hitze in der Ebene entlang schrubben. Das ist nicht unsere Lieblingsdisziplin, aber heute werden wir uns nochmal richtig schön durchbeißen, mit dem hoffentlich dem Abschluss ins Meer zu springen nach 3 Wochen Bergschrubberei. Wird verdammt heiß heute. So einer Bergtour, wie wir es gemacht haben, wo man echt 3 Wochen lang einfach körperlich extrem gefordert ist, ist es ein extrem schönes Ziel, irgendwo hinzurollen, wo man dann einfach mal sein kann. Das ist eigentlich der Punkt, auf den ich am meisten gefreut habe, einfach anzukommen. Hey cool, wir haben das jetzt geschafft. Es ist eigentlich alles super gelaufen. Hier hat man wahrscheinlich einfach die Sonne auf den Platz knallen lassen. Nichts tun, Seele baumeln lassen, lesen. Reflektieren, dass bevor man zurück in den Alltag geht, noch diese Erinnerungen quasi abspeichern, dann dankbar auch sein kann für das, was man erlebt hat. Das sind Highlights im Jahr, da erinnert man sich dran. Deswegen freue ich mich auch schon extrem drauf, dass wir spätestens im nächsten Jahr wieder irgendwas Cooles und Abenteuerliches und vielleicht noch Ausgefalleneres finden werden, wo wir wieder zusammen losstarten können. Also das wird auf jeden Fall richtig geil.
Vor meiner Heimreise habe ich noch einen Versuch gestartet, den 5000 Meter hohen Mount Kasbeck zu besteigen. Den Film dazu gibt es in Kürze hier auf diesem Kanal.